Mit großer Spannung erwartet Zettel, der neue Film von Helmut Dietl. Die Hauptrolle in der Satire über einen Mann, der alles für seine Karriere tun würde, ist mit Michael Bulli Herbig besetzt. Und der wollte schon immer bei Dietl mitspielen. Also vor 10 Jahren das erste Mal zu Helmut Dietl gesagt, ich würde gerne einen schmierigen Banker spielen, der da hinten durchs Bild läuft. Also wenn du einen brauchst, ich würde es machen. Und 7 Jahre später hat er angefangen und gesagt, jetzt hast du die Hauptrolle. Im Grunde hätte ich für ihn alles gespielt. Und wie ist es mit dem berühmten Regisseur zu arbeiten? Mal so, mal so. Er ist ein schwieriger, also nicht kein unkomplizierter Mensch. Prima. Anstrengend, toll, kompliziert, fordernd, liebevoll, wahrhaftig. Er macht dich zu einer guten Schauspielerin. Prima. Wie schon bei Key Royale geht es wieder um das Leben von Promis und Politikern, diesmal in Berlin. Was macht die Schickeria dort so besonders? Ich habe keine Ahnung, ich bin dafür nicht zuständig. Also ich werde immer für zuständig gehalten, aber ich sage Ihnen jetzt ein Geheimnis, ich habe keine Ahnung. Ah, na gut. Und wie war das damals in München? Die ganzen Leute, die unrechtmäßig reich waren, die Blödesten und die Angeber, die waren alle da, die mit den offenen Autos, mit knatterndem Porsche durch die Straße rasten. Die haben sich abends immer getroffen und die sind alle wieder in alle Winde zerstoben. Die meisten sind wahrscheinlich jetzt in Berlin. Nur noch sind sie nicht entdeckt. Der Name Zettel sorgte bei Bulli öfters für Verwirrung. Da gab's viele, viele Missverständnisse am Set auch. Also, gib mal den Zettel her. Da bin ich immer sofort hingelaufen. Nein, tu den Zettel weg. Also im Grunde sind ja an so einem Set wahnsinnig viele Zettel. Und ich habe mich immer angesprochen gefühlt. Das führte manchmal zu einer Irritation. Weltpremiere in München. Doch warum spielt der Film eigentlich diesmal in Berlin? Das ist eine gute Idee. Wieso nicht Erding? Na? Das ist prima. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Demnächst mache ich was über Erding. Okay, tschüss. Bitte ins Kino gehen. würde ich mal so sagen. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio.